Die zweite Frage finde ich falsch. Also insofern, das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist ja nicht, ob das schädlich ist. Das ist genauso wie mit Technologie. Ich glaube, da hat jemand angefangen und hat ihm gesagt, okay, ich kann Kaffee portionieren auf völlig andere Art und Weise. Nämlich nicht mehr in einem Gebinde von 250, 500 oder 1 Kilogramm, sondern in einem Gebinde, das 6 Gramm fasst. Und weil es damals überhaupt keine Regulatorien gab und weil es überhaupt keinen Ansatz gab, zu sagen, wir vermeiden jetzt Aluminium und so weiter und so fort, irgendwie haben wir einfach eine wahnsinnig gute Marketingidee gehabt. Also Nespresso. Und haben sich das ja auch noch patentieren lassen. Und haben einfach irgendwie sozusagen den Kaffeepreis aufs Kilo gesehen. Verzehnfacht. Also weil in der Kapsel kostet irgendwie der Kilo dann beim Nespresso 70 Euro. Ist der gleiche Mist wie vorher, ist aber 10-mal so teuer. Jetzt gibt es Druck. Jetzt kommen die Leute und sagen irgendwie so, ja, aber was ihr da macht, ist ja umweltschädlich. Und jetzt muss man sagen irgendwie so, okay, das kann man natürlich irgendwie aus vielerlei Brillen sehen. Die Lösung ist ja nicht zu sagen, wir schaffen alle Kapselmaschinen ab und wir schaffen die Kapseln ab. Die Lösung ist ja, die Kapsel so zu bauen, dass ich sie danach auf den Kompost werfen kann. Und da gibt es mittlerweile Hersteller, die machen das. Die haben sich irgendwie so, es gibt sowohl Möglichkeiten in Holz, also sozusagen recycelten Holzfasern als auch Papier. Das sind einfach sozusagen, das sind umweltlich neutrale Stoffe. Du hast also ein Naturprodukt drin, ummantelt von einem Naturprodukt, du lässt das durch deine Kapselmaschine laufen und dann schmeißt es in Biomüll. Und wenn das so ist, dann why not? Weil es ist ja irgendwie sozusagen, es ist ja convenient. Und dann ist die Frage von Geschmack. Es gibt ja mittlerweile sogar schon Kaffeetassen aus Kaffeesatz. Also vielleicht gibt es bald dann die Kaffeekapsel aus Kaffeesatz, dann wäre das richtiger Kreislauf.